Elisabeth einen attraktiveren Assistenten aussuchen sollen. Ich würde mir diesen Assel auch nicht gerne jeden Tag angucken. Es ist aber nicht jeder so bestechlich wie er. Vielleicht hat sie ja durchschaut, dass er für uns arbeitet. Nein, das glaube ich nicht, so wie sie strahlt. Ich glaube, sie hat einfach auf eine Gelegenheit gewartet, ihre Enkelin ins Boot zu holen. Und deswegen hat sie ihn zurück in die Buchhaltung geschickt. Gut, dann sind wir wenigstens nicht aufgeflogen. Was ist daran gut? Wenn wir die Steine austauschen wollen, dann müssten wir auch wissen, wann sie geliefert werden. Wie sollen wir das jetzt rauskriegen? Ach, sag mal, kann denn Mertens dich überhaupt entbehren? Vielleicht hätte ich mit ihm erst mal reden sollen, bevor ich dich anspreche, oder? Die kann doch eh keiner was abschlagen. Dann herzlich willkommen. Wenn du Fragen hast, ja, eine Sache wäre da. Wie ist denn Elisabeth so als Chefin? Ich kenne sie bisher ja nur privat. Naja, ich finde sie ein bisschen zu penibel. Und zu viel Milch im Kaffee, da gibt's auch Ärger. Aber sonst ist sie eigentlich ganz annehmbar. Euch ist aber schon klar, dass ich euch hören kann, ne? Und ich glaube, wir sollten wieder an die Arbeit. Zu lange Pausen mag sie nämlich auch nicht so gerne. Bis später. Also, du hast sie gehört. In 5 Minuten in meinem Büro, zack, zack. Yes, ma'am. Ich bin sehr froh, dass du mir diesen Gefallen tust. Danke dir. Sag mal, habe ich das gerade richtig verstanden? Du arbeitest nicht nur für Mertens, sondern auch noch für deine Oma? Ja, jetzt sind wir quasi Kollegen. 2 Jobs auf einmal, das ist krass. Ach, keine Angst. Wir schaffen es bestimmt auch so auf dem Kaffee. Hoffe ich zumindest. Hey, also wenn es einen hinkriegt, dann du. Ich kenne niemanden, der so gut organisiert und der so viel in der Birne hat wie du. Ach, Quatsch. Aber lieb von dir, dass du mir Mut machen möchtest. Auf das Naheliegendste kommen sie mal wieder nicht. Ich wette, die Kleine hat auch ihren Preis. Alexa, es gibt Menschen wie sie und mich, die würden ihre Großmutter verkaufen. Lara gehört bestimmt nicht dazu. Ja, dann müssen wir uns irgendwas anderes einfallen lassen. Jeder Mensch hat eine Schwachstelle. Vielleicht können wir nachher alle zusammen kochen. Ich spendiere eine Kiste Bier auf den neuen Job. Du, das tut mir leid, aber ich habe heute Spätschicht. Das müssen wir leider verschieben. Kein Problem. Oh. Ich glaube, ich habe sie gerade gefunden. Komm rein und schließ die Tür. Ist ja ganz schön verspannt, aber das haben wir gleich. Emilio, ich habe einen Auftrag für dich. Elisabeth hat ihre Enkelin zu ihrer Assistentin gemacht. Ja, aber nur, bis ihre Hände wieder in Ordnung sind. Und? Es gibt ein paar Informationen, die ich brauche. Und du wirst mir helfen, sie zu beschaffen. Über Lara. Pass mal auf, Lara ist ein ziemlich helles Köpfchen und nicht gerade sehr gesprächig. Es sei denn, es fragt sie jemand, der wichtig ist und dem sie vertraut. Ohne Lara säße ich jetzt noch im Gefängnis. Ich werde sie nicht ausspionieren. Ach, Lara, kannst du mir noch das letzte Angebot von Van Buren raussuchen, bitte? Nein, das meine ich nicht. Ich meine wirklich das Letzte, das er uns bei dem Treffen gemacht hat. Oh, das tut mir leid. Naja, es ist ja auch schon spät. Sorry, ich bin ganz bei dir. Ja. Hast du noch was vor? Wie kommst du denn darauf? Na ja, du guckst andauernd auf dein Handy. Erwartest du eine Nachricht? Bist du noch verabredet? Nein, du hast jemanden kennengelernt. Ja. Ach nein, nicht wirklich. Oh, tut mir leid, ich bin zu neugierig. Ach, schon gut, es gibt da wirklich jemanden. Aber das ist alles total kompliziert. Und weil sie dir jetzt einmal geholfen hat, willst du ihr auf ewig dankbar sein? Glaubst du, sie hat es aus Edelmut gemacht? Sie hat es getan, weil sie auf dich steht, Emilio. Kein schlechter Versuch. Fast hätte es geklappt. Hast du nicht gemerkt, dass sie in dich verknallt ist vorhin? Nein. Pass mal auf, Lara ist ein richtig guter Kumpel und ich werde nichts tun, was ihr schaden könnte. Dann war das ja alles nur hohles Geschwätz.
Was meinst du? Dein ganzes Gefasel von wegen, ich will groß rauskommen, soll zeigen. Nein, das will ich immer noch. Dann tu doch mal was dafür. Entscheid dich doch mal, ob du der kleine Junge bleiben willst mit vielen Freunden und keinem Geld auf dem Konto oder ob du einer von denen bist, die es ganz nach oben schaffen. Dann ist er also schon vergeben. Nein, nicht mehr. Na dann? Ja, aber wir sind nur Kumpels. Kumpels, sowas kann man ändern. Musst du ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten. Oma, was soll das denn heißen? Ja, du musst deine Vorzüge etwas herausstellen. Ja, aber ich will ihn nicht erst davon überzeugen müssen, dass ich die Richtige bin. Das soll er von selbst rausfinden. Ja, das ist ein sehr guter Standpunkt. Allerdings dauert es bei manchen Männern etwas länger. Aber dafür sind sie dann umso beständiger. Meistens. Du hast das völlig falsch verstanden. Ich brauche niemanden, okay? Und mir ist vollkommen klar, dass man auf dem Weg nach oben sich durchboxen muss. Dann beschaffe mir die Informationen, die ich will. Es bringt nichts. Denn du irrst dich. Lara steht nicht auf mich. Morgen zusammen. Morgen. Hi. Morgen. Wir haben keinen Kaffee mehr zu Hause, hm? Das habe ich auch schon bemerkt. Deshalb bin ich ja hier. Olli, meinst du, du könntest mir einen Kaffee schwarz zum Mitnehmen ausgeben? Wenn es bei einem bleibt. Danke. Gerne. Du hast scheinbar schon genug Koffein in Tuss, hm? Im Gegenteil, ich brauche morgens mindestens 2 Tassen, sonst bin ich zu nichts zu gebrauchen. Sorry, gibst du mir mal eben. Dankeschön. Also ist mir bisher nicht aufgefallen. Also wie ich meinen Kumpel Olli kenne, spendiert er uns ein richtig gutes Frühstück. Also wie ich deinen guten Kumpel Olli kenne, verweist er euch einfach auf den vollen Kühlschrank oben. Ja, nun wieder. Okay, dann nehmen wir noch Kaffee mit und dann mache ich das beste Rührei zwischen Caracas und St. Petersburg. Zum Glück bist du nicht bescheiden. Nur ehrlich. So. Warte, mach mal die Augen zu. Was? Mach mal die Augen zu. Da ist hier eine Wimper, die soll doch nicht ins Auge kommen. Ja, schon runtergefallen. Oben wird er dann noch ungestörter. Ach, so ein Blödsinn. Ich muss jetzt auch los. Danke für den Kaffee, Olli. Gerne. Bis später. Tschüss. Mach dir einen schönen Tag, ja? Und, wie läuft's so bei dir? Gut, danke, alles bestens. Mhm. Ja, das mit Kim, das scheinst du ja gut weggesteckt zu haben. Also, wenn du irgendwas sagen willst, dann spuck es doch einfach aus. Ach, geht mich auch nichts an. Also, langsam klingst du echt wie deine eigene Tante. Okay. Was sollte das vorhin mit Lara? Was sollte was? Als ich euch gesehen habe, da lief doch was. Mann, du hast echt so viel Fantasie. Vor allem habe ich Augen im Kopf. Sie hat eine Wimper im Auge und die habe ich rausgeholt. Das macht man unter Freunden so. Dann seid ihr also nur Freunde. Genau, so wie du und ich. Mhm. Okay, falls du es noch nicht gemerkt haben solltest. Lara ist kein Spielzeug und kein Trostpflaster. Und sie ist auch nicht mein Typ. Und ich glaube, sie kann sehr gut auf sich alleine aufpassen. Aber danke, es schmeichelt mir, dass du mir zutraust, jede Frau haben zu können. Träum weiter. Ja, und falls du es vergessen haben solltest, du hast die Woche Putzdienst. Hi. Hi. Ich wusste gar nicht, dass du noch hier bist. Doch. Ich habe heute erst Spätschicht und dachte, ich tue mal was für die Allgemeinheit. Ah, das ist lieb. Was machst du hier? Ich habe was vergessen, Unterlagen für Elisabeth. Das müssen ja wahnsinnig wichtige Unterlagen sein. Das auch, aber darum geht's nicht. Ich will einfach, dass Elisabeth sich auf mich verlassen kann. Ich gehe noch mal eben auf Klo. Okay, vielen Dank für die Info. Nein, hör nicht auf sie. Wer hat dich gefragt, Barschlapp? Lara würde alles für dich tun. Sie ist nett, sie hat ein gutes Herz.
Ja, ist ja klar, dass du das nicht verstehst. Du hast gar kein Herz. Emilio, du bist dein Leben lang nett gewesen. Was hat es dir gebracht? Frau weg, Geld weg, Existenz weg. Das ist die Gelegenheit, Emilio, greif zu. Du musst für dich kämpfen. Du hast doch große Pläne, oder? Jeder kämpft für sich selbst. Wenn du jetzt anfängst, deine Freunde zu verarschen, dann kannst du bald gar nicht mehr in den Spiegel schauen. Aber für seine Ziele muss man Opfer bringen. Das unterscheidet den Loser von dem, der es ganz nach oben schafft. Richtig. Und ganz oben ist bekanntermaßen der Himmel. Und jetzt rat mal, wo ich herkomme. Ja, tiefer als in die Hölle kann man ja nicht mehr sinken. Bei uns, da hat man wenigstens Spaß. Ach, Spaß, indem man seine Freunde verrät? Außerdem stinkst du nach Schwefel. Ich weiß. Emilio, du machst gerade eine schwere Zeit durch, weil Kim dich verarscht hat. Aber diese ganzen miesen Touren, das bist du doch nicht. Das solltest du aber sein. Denn so kommst du viel leichter durchs Leben. Emilio, du bist niemandem etwas schuldig. Doch, deinem Gewissen. Ich habe noch mal über alles nachgedacht und es geht nicht. Ich kann Lara nicht einfach so ausspionieren. Hm? Naja, wenn das so ist, dann viel Spaß weiterhin auf der Verliererseite. Was willst du noch hier? Ich glaube, du hast nicht richtig zugehört. Ich habe gesagt, ich kann Lara nicht einfach so ausspionieren. Die Informationen sind zu wertvoll. Emilio, tu doch nicht so, als hättest du hier irgendwie eine Ahnung, worum es geht. Stimmt, ja. Diamanten, 85 Millionen Euro? Hm? Und du denkst, ich bin daran interessiert? Ich will 1 Million. Du spinnst. Gut, dann dürfte dich so eine Kopie des Kaufvertrages auch nicht interessieren, hä? Du hast einen Kaufvertrag, gib ihn mir her. Für 1 Million. Wie stellst du dir das vor? Ich hab das Geld ja nicht einfach so in der Schreibtischschublade liegen. Ich bin erst flüssig, wenn der Plan auch funktioniert. Gut, dann bin ich dafür, dass ich endlich alles darüber erfahre. Wie bitte? Wissen ist Macht und Macht will ich haben, und zwar jede Menge sogar. Also entweder machst du mich zum gleichberechtigten Partner und beteiligst mich mit 1 Million Euro, oder du kannst dir deine Informationen selber zusammensuchen. Also, haben wir einen Deal?